Namaste, meine haarigen Freunde. Heute in dem Video geht es um Bonding-Düse und zwar um den von Ayuka und wie ihr damit Extensions wieder entfernen könnt, wenn sie mal raus müssen. Den Bonding-Düse Ayuka, den haben wir in drei verschiedenen Größen. Einmal in 50 ml, ich zeige euch jetzt einfach mal die Flaschengröße dazu, 100 ml und dann nochmal das Doppelte, 200 ml. Der Löser von Ayuka, der ist auf Basis von Alkohol, beziehungsweise Ethanol ist der richtige Begriff. Das ist der Stoff, der das Bonding nachher zersetzt und weich macht, sodass ihr dann die Strähne rausnehmen könnt. Ganz wichtig ist auch immer, das habt ihr vielleicht schon in einigen Pflegehinweisen gesehen, dass Alkohol, Ethanol, dass ihr darauf achten sollt, dass das nicht in euren Shampoos enthalten ist, was ihr für das Waschen von den Extensions benutzt. Weil das ist ganz einfach, weil das ja halt die Bondings löst. Und dann halt bei jedem Waschen das Bonding immer weicher wird und dann letztendlich dann die Bondings rausfallen. Ist natürlich toll, wenn man sie raushaben will, aber wenn sie gerade am Anfang reingemacht sind und die schon nach wenigen Wochen dann verliert und ihr euch wundert, kann das ein Grund sein, dass halt in dem Shampoo Alkohol enthalten ist. Okay, weitere Inhaltsstoffe von dem Löser sind, bis auf den Alkohol, bis auf den Ethanol, sind dann noch Wasser und Panthenol. Noch ein Parfüm, damit das halt nicht zu doll nach diesem Alkohol, weil das ja eigentlich so ein vergorener Alkohol ist, damit der halt zum Verkauf geeignet ist oder dass er unter das Spritgesetz fällt. Und dann haben wir noch Pfefferminze in dem Löser drin. Einige fragen sich ja, warum Pfefferminze? Es gibt auch viel schönere Düfte wie Orange oder Zitrone. Das ist ganz einfach den Grund, weil Pfefferminze ja so eine leicht kühlende Wirkung hat und auch beruhigend für die Kopfhaut ist. Also jeder, der jetzt schon mal eine Haarverlängerung, das Entfernen mitgemacht hat, weiß, dass es mitunter ein bisschen länger, also je nachdem, wie viel Strähne man verwendet hat und was das für ein Bonding ist und wie das Bonding nachher letztendlich aussieht über die Tragedauer, kann es doch eine etwas längere Angelegenheit werden, die Bondings zu entfernen. Also 2-3 Stunden und mehr sind nicht ungewöhnlich bei der normalen Haarverlängerung. Und da ist es dann nicht unüblich, halt, weil man da doch bei den Strähnchen, also durch das Rausziehen, immer doch ein kleiner gewisser Zug auf der Kopfhaut ist, was die Kopfhaut auch ein bisschen reizt. Und da ist dann halt auch die Pfefferminze, was so ein bisschen abkühlt. Ja, denn das, man merkt das auch, wenn man das auf die Kopfhaut bekommt, dass es so ein ganz leicht so eine kühlende Wirkung hat und dadurch das dann auch beruhigt. Ich hatte das schon mal gemacht, wir hatten überlegt auch Zitrone, was heißt Zitrone, also einen Zitronen-Orangenduft zu nehmen, weil das ja doch für einige auch angenehmer ist. Aber da fand ich halt durch diese Säurecharakter, was ja Zitronensäure oder Zitrone auch hat, dass es dann halt nicht gerade, ja, wie soll ich sagen, also dass es dann halt so ein bisschen die Kopfhaut gereizt hat. Also dann halt durch die Säure, dass es angefangen hat zu jucken, zu brennen. Und das war dann halt doch ein bisschen, fand ich, lästig denn. Also gerade für die Kunden, die das dann mit uns getestet haben, haben wir gesagt, einfach für Münze ist die bessere Wahl, ne? Gerade wegen diesen Beugen. Und wenn eure Kunden, bei der ihr das macht, Kopfschmerzen bekommt, macht ihr einfach 2 Tropfen auf den Finger, reibt ihr das auf die Schläfen und in 5 Minuten sind die Kopfschmerzen weg. Das ist ein altes, asiatisches Heilmethode, schwören die Leute drauf. Okay, was ihr unbedingt benutzen solltet, wenn ihr den Löser verwendet, und zwar so eine Entfernerzange. Also, das ist jetzt hier so eine Zange für Mikroringe, die ist auch sehr gut geeignet für die Extensions, weil die hat vorne hier so ein leicht gebogenes, gibt es auch gerade, also ist beides gut, ne? Und dann halt auch dieses etwas schmale. Wir hatten schon mal eine etwas dickere Zange im Angebot, das war so eine schwarze, war vorne hier an den Spitzen, war die so viereckig, das sah richtig aus wie so ein breites Flachbonding, fand ich jetzt persönlich. War die Kraftübertragung vorne auf den Bonding. Das finde ich mit so einer kleinen, dünnen Spitze besser. Also man kann da irgendwie präzise arbeiten und auch besser so den Druck setzen, dass man wirklich nur auf dem Bonding rumarbeitet, was auch raus soll. Weil bei dem Breiten hatte man dann ja teilweise, dass man auf dem Eigenhaar gedrückt hat und weil es auch so eine angeraute Oberfläche hatte, hatte man gerade bei Feinhaar, hatte man dann auch die Strähne schon mit in der Hand. Von daher, also mit dieser Zange, das ist das, wo wir auch dann das Set mit verkaufen. Also die empfehle ich euch auf alle Fälle. Also nehmt denn, wenn ihr eine Zange nehmt, dann so eine mit einer schmalen Spitze vorne. Das ist echt eine große Hilfe. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das ohne Zange zu machen. Dauert ein bisschen länger und mit den Händen und ist auch ein bisschen aufwendiger. Also da müsst ihr halt dann mehrere Vorgänge machen mit den Bonding-Düse, dass ihr den mehrmals auftragt, das Bonding eindreht, versucht rauszubekommen, wieder. Und das ist halt ein bisschen aufwendiger. Nimmt so eine Zange.
geht viel einfacher. Als weiteres Zubehör, eine Spange habe ich jetzt hier drin, das ist halt einfach nur, um immer diese Partien abzuteilen. Das Problem ist, wenn ihr die Reihe habt, wo die Strähnchen eingesetzt seid, damit ihr dann halt da sauber arbeiten könnt. Und was noch nachher wichtig ist, ist halt so ein, ich habe jetzt hier einfach nur so ein Haushaltstuch, dass ihr ein Q-Pad oder sowas nehmt, was ihr dann unter die Strähne nehmt, dass halt nicht die ganze Ladung von dem Bonninglöser auf der Kopfhaut landet, was nicht schlecht ist, aber was auch nicht unbedingt sein muss. Ne? Also wenn ihr jetzt so eine Strähne habt, nehmt euch das Bonding, spült das ein, zwei Schübe oder einer reicht eigentlich auch schon, aber das ist bei mir immer drin, einfach zweimal zu drücken. Dann mit der Zange. So, dann sieht man schon, wie das Bonding weich wird. Und dann, ich versuche das mal ein bisschen hochzuhalten hier. Ja, das verändert dann auch richtig seine Farbe. Das wird dann so richtig milchig, spröde. Und man könnte es jetzt schon rausnehmen, so ein bisschen zuppeln, aber was ich immer noch mache, ist, gerade weil es jetzt so schön offen ist und schon vorgelöst, ich mache das nochmal ein zweites Mal. Drehe das einfach, dann kann das einfach nochmal besser reingehen. Dann seht ihr das auch in der Kamera. Ich habe es mal von dem Weißen hier, wie das richtig breit wird und aufgeht. Und die Strähne lässt sich entfernen. So sieht denn, ich hatte mal hier die Strähne. So ist denn das Bonding. So sieht das dann auch auf dem Kopf aus. Das wird richtig milchig. Also was ja vorher so ein eher dunkel ist, das Bonding. Also je nach einer Farbe, aber halt, oder wie das Eigenhaar aussieht, wird es dann, verändert das dann die Farbe. Es wird richtig milchig und lässt sich dann rausziehen. Ja, und dann, wenn ihr dann noch Rückstände im Haar habt, also das Bonding, wenn das halt noch einige Sachen drin sind, könnt ihr das entweder rauskämmen oder wenn es halt noch klebt, dann nimmt ihr einfach entweder dann nehmt ihr nochmal den Bonninglöser. Ich habe jetzt mal gerade was ihr habt. Zweimal rauf, einmal reicht, aber ist halt zweimal drin. Und dann bekommt ihr dann auch die Reste mit. Und die ganzen Krümel, die da drin sind, die gehen dann halt beim anschließenden Haare waschen, was ihr dann machen solltet, auf alle Fälle dann raus. Ja, also wenn ihr danach dann gleich wieder eine Haarverlängerung einsetzen wollt, ist es ganz wichtig, die Haare mit einem Tiefreinigungsshampoo zu waschen, also so ein, was so wirklich die ganzen Styling-Rückstände, ich sag mal Silikone oder was auch immer, Haarsprays und was man alles in den, was halt alles durch das tägliche Styling in die Haare kommt, damit das wirklich rausgewaschen wird. Denn natürlich auch der Bonninglöser, dass dieses Alkohol wirklich aus den Haaren verflogen ist und damit die eigenen Haare dann wirklich frei sind und die nächsten Extensions, die neuen, die dann wieder rankommen, richtig gut halten. Ja. Was ich auch empfehle, also ich habe ja schon viele YouTube-Videos gesehen, auch mit unseren Bonninglöser, die ihr dann vorgehalten habt. Also Respekt für alle, die das alleine machen. Wenn ich das immer sehe, wie sie einsprühen und dann mit der Zange raus. Und das ist wirklich toll. Aber ich empfehle euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt euch eine zweite Person dazu. Also es geht auf alle Fälle viel, viel, viel schneller und ist auch angenehmer für das eigene Haar. Weil also wenn man sie immer dran zieht, also auf die Dauer, das ist für wenige Strähnen, ist das okay, wenn man das alleine macht. Aber sag mal, für wenn man sich da 70, 75, 100 Strähnen alleine rausmacht, nehmt euch eine zweite Person. Es ist auf alle Fälle leichter. Und wenn ihr einen Freund habt, der nicht ran will, dann zeigt ihm das Video und sagt, hier, der kann das auch und dann muss er ran. Was ich euch noch zeigen wollte, muss ich kurz überlegen, wenn ihr so eine kleine Flasche hier mit den 50 ml, also das ist jetzt die kleinste Einpackung, reicht für ungefähr, so wie ich jetzt gesprüht habe, also zweimal einsprühen, drücken, nochmal zweimal einsprühen, Strähne raus. Reicht ungefähr für 70, 80 Strähnen. Ja, also wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, wenn es eine ganz komplette Haarverlängerung ist, nehmt die 200er, nicht die 200er natürlich auch, aber nehmt die 100er mit 100 ml und für den Salonbereich oder wenn ihr das wirklich tagtäglich macht, dann nehmt ihr die 200 ml Flasche. Wir haben diese 50er und die 100er haben wir einzeln. Oder halt auch im Set, also wenn es halt für den Esskauf oder sowas ist, dann auch mit der Zange schon mit drin, also dass ihr dann sofort loslegen könnt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dem Video habt, gerade wie man Extensions entfernt, vielleicht auch eure Meinung,
dann schreibst du noch in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.